Ich grüße euch, Freunde, bei Call of Duty Vanguard und die zweite Trophäe in der Operation Phoenix, nämlich Fahrkartenkontrolle. Hierzu müsst ihr auf den Zugdächern Gegner töten. Hier haben wir drei Zugdächer, die ihr erklimmen könnt, die will ich euch natürlich zeigen. Natürlich beim Anfang, sobald die Schießerei losgeht, könnt ihr nämlich den ersten Zugdach erklimmen. Dann müsst ihr hier auf das Ding hier, dann hier hoch auf das Zugdach. Und von hier oben könnt ihr dann schon die Gegner töten. Je schneller ihr seid, desto besser ist es natürlich. Dann müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr in diese Luken reinguckt und die Gegner in den Zügen erledigt. Das macht nämlich Kills und ihr braucht ja 15. So, nachdem wir hier natürlich alles erledigt haben und die Fahrzeuge kommen, die Fahrzeuge zählen natürlich auch. Ihr müsst ja nur auf dem Dach sein. Müsst ihr hier natürlich alles umnieten. So. Das zweite ist natürlich, nachdem uns die MG überrascht hätte, müssen wir in diesen Holzwaggons weiter. Dann kommen nämlich zwei Autos. Da können wir nämlich da rüber springen. Hier seht ihr so ein Brett, den könnt ihr schnell mal abknallen, dass er nicht entgegenläuft. So, hier die zwei Gegner könnt ihr auch noch nehmen. Und jetzt können wir hier hoch. Und hier oben können wir natürlich auch wieder Kills machen. Fahrzeuge und natürlich nicht vergessen, wieder in diese Luken zu gucken. Wie gesagt, viele Gegner kommen hier, 15 braucht er nur. Und eigentlich reicht es ganz gut, wenn ihr soweit ganz gut durchkommt, dass ihr diese Gegner tötet. Und natürlich nicht am Anfang gleich alle umnietet, sondern wirklich ein bisschen wartet und versuchen durchzukommen. So, bei dem dritten müssen wir hier wieder, wenn die Autos kommen, einmal hier rüberspringen, nochmal rüberspringen und dann hier auf dieser Munitionskiste hoch und auf den nächsten Zug. So haben wir jetzt schon wieder, das ist der dritte Zug jedenfalls, auch der letzte, wo wir hier hochkommen und der für diese Trophäe Fahrkarten zählt. Hier müsst ihr natürlich auch wieder ganz besonders die Luken im Auge behalten und natürlich hier drinnen alle versuchen zu töten. Hier drin sind nämlich mehrere Gegner. Und natürlich wieder die Fahrzeuge und die restlichen Gegner. Dann müsstet ihr natürlich die 15 Gegner sch locker schaffen. Und natürlich Fahrer auch weg. So, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.